Wir freuen uns, dass ihr zu der Veranstaltung kommt. Aus unserer Sicht ist sie deswegen gerade auch aufgrund der aktuellen Entwicklung in Köln, aber eben nicht nur deswegen, ein wichtiger Bestandteil auch unserer Vorlesungsreihe. Nochmal zur Erinnerung, wir haben unsere Reihe im Oktober mit einer Übersicht von Erklärungsansätzen, insbesondere der Finanz- und Wirtschaftskrise, eingeleitet und haben uns im ersten Block vor allem halt mit der Finanzkrise, mit Geld, mit Schulden beschäftigt und haben den zweiten Block eingeleitet mit der Gruppe von Sonja Buckel, wo wir uns im Prinzip mit weiteren Krisenerscheinungen bzw. auch eigenen Krisen, eigenständigen Krisen beschäftigt haben, die sich zum einen, die ihre eigenen Ursachen haben, aber auch eben mit der Finanz- und Weltwirtschaftskrise verwoben sind. Wir haben uns dann nochmal mit Julia Tulke angeschaut, wie sich eigentlich Krisenerscheinungen durch Street Art auf Wände im Prinzip in Athen, in einer Stadt, die halt auch sehr von der Finanzkrise geschüttet ist, wie die sich dort wieder, also widerspiegelt und sind jetzt eigentlich mit zu einem weiteren wichtigen Thema angelangt, nämlich inwiefern wir derzeit eine eigene Krise der Geschlechterverhältnisse erleben und wie Geschlechterverhältnisse selbst im Staat und durch die Wirtschaftskrise geprägt sind. Und das neue Jahr hat ja, wie ihr sicher mitbekommen habt, sehr unerfreulich gestartet. Es gab in Köln in der Silvesternacht schwere sexuelle Übergriffe auf Dutzende von Menschen. Und leider ist die Aufklärung des Tathergangs bisher nicht eindeutig erfolgt. Immer wieder kursieren Zahlen und Gerüchte über die Täter und über die Angriffe. Und in den Medien hat das mitnichten dazu geführt, dass grundlegende Ursachen von sexueller Gewalt und aktuelle Geschlechterverhältnisse debattiert wurden. Stattdessen wurden unsachliche und teilweise verzerrte Aussagen von Seiten der Behörden von den Zeitungen wie der Süddeutsche und dem Fokus benutzt, um ein Täterprofil zu kreieren, das männliche, nicht weiße, nicht christliche, sondern muslimische Bevölkerungsgruppen auf die Zielscheibe setzt und sexuelle Gewalt vor allem zu deren Thema macht und nicht als etwas behandelt, was eigentlich auch zum Alltag vieler Frauen, Transpersonen und Menschen mit Behinderung gehört. Anstatt Ursachen von Sexismus zu benennen, Betroffene und Aktivistinnen zu Wort kommen zu lassen, die sich seit Jahren gegen sexuelle Gewalt und Sexismus, die das seit Jahren thematisieren und bekämpfen, haben alle Parteien leider fast aller Spektren und Medien verzerrte rassistische Diskussionen angestoßen. Geflüchtete und Muslime werden unter Generalverdacht gestellt. Rassistische Angriffe haben seit Anfang des Jahres zugenommen. In Leipzig stellte gestern einen Höhepunkt dar, wo im Stadtteil Kannewitz von rechten Hooligans Geschäfte verwüstet wurden. Die Übergriffe in Köln werden dabei keineswegs aufgeklärt, die Betroffenen versorgt, sondern sie werden als Legitimationsgrundlage für rassistische Stimmungsmache benutzt. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Die Einseitigkeit der Medien wurde vielerseits angeprangert, so dass Initiativen wie beispielsweise Hashtag ausnahmslos entstanden sind und beschränkte Gesetze bezüglich sexueller Nötigung und Gewalt, die ja hier in Deutschland immer noch sehr problematisch sind, überdacht werden. Geschlechterverhältnisse berühren darüber hinaus auch nicht nur sexuelle Gewalt, sondern sehr unterschiedliche Bereiche unseres Lebens. Und ich freue mich, dass wir heute Stefanie Wörl bei uns zu Gast haben, weil sie hat auch hier im Sommersemester schon eine Gastprofessur in Kassel inne gehabt und es war ein sehr großer Spaß mit ihr auf jeden Fall, von ihr zu lernen. Sie hat 2001 ihr Diplom in Politikwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt Main absolviert, hat 2006 in Marburg promoviert bei Hans-Jürgen Bieling und ist seit 2013 immer wieder in Wien, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich sehr lange in Wien sesshaft und ist dort jetzt an dem Institut, beziehungsweise arbeitet als Leiterin im Stadt-Wien-Kompetenzteam an der FH. Genau, zusammen mit dem BFI in Wien. Und dort untersucht sie, wie die Austeritätspolitik in Europa, unter anderem in Irland, aber auch in anderen Ländern auf die Privathaushalte, aber eben nicht nur dort, sondern auch auf geschlechterspezifische Aspekte sich auswirkt. Und deswegen vielen Dank, dass du hier bist und ich übergebe mal das Wort an dich. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung an Anne und alle anderen, die an dieser Organisation der Ringvorlesung beteiligt sind. Ich freue mich sehr, wieder in Kassel zu sein. Es war ja schon gesagt, ich war im Sommersemester leider nur kurz da. Ich wäre gerne auch länger geblieben, habe aber dann ein Stellenangebot in Wien angenommen, was ich nicht ausschlagen konnte. Aber freue mich sehr, heute hier zu sein und habe mir auch ein bisschen schon die vorherigen Vorträge, die auf YouTube, aber ja auch online stehen, angeschaut.
Und mein Vortrag schließt deswegen ganz gut daran an. Wir haben ihn gemeinsam genannt Mind the Gap, Krise, Staat und Geschlechterverhältnisse. Und ich werde am Anfang auch ganz kurz, habe ich ein Zitat mitgebracht, das passt ganz gut zur aktuellen Situation. Ich werde jetzt eigentlich nicht über Gewalt im spezifischen Sinne sprechen, aber ich dachte, es passt zur aktuellen Situation in Köln. In Wien haben wir das natürlich auch mitbekommen, dort wird auch darüber diskutiert. Deswegen folgendes Zitat von Johanna Donal, das war die ehemalige Frauenministerin in Österreich, leider schon verstorben im Jahr 2009. Aber ich möchte Ihnen das gerne jetzt zu Beginn vorlesen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist und sehr gut erfasst, was wir als strukturelle Gewalt, aber auch innerhalb der Gesellschaft und im Staat immer wieder erleben innerhalb der Geschlechterverhältnisse. Und Johanna Donal sagt dort 2001, das gegenwärtige Wiedererstarken männlicher Wertehaltung und traditioneller Rollenbilder geht einher mit Xenophobie, Nationalismus, Sexismus und Sozialabbau, mit dumpfem Populismus und Provinzialismus, mit Militarismus und der Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit. Dies bedeutet, dass politisch gesehen die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen zur Alibi-Handlung verkommt, wenn Strukturen, die zur Gewaltanwendung führen, nicht abgebaut, sondern Unterordnung und Abhängigkeit stetig verfestigt werden. Zitat Ende. Ich finde, das Zitat passt ganz gut auch zur aktuellen Lage, weil es sehr schön nochmal auf die verschiedenen Dimensionen von Krisenhaftigkeit auch in den Geschlechterverhältnissen eingeht. Es spricht nämlich sowohl eine symbolische Dimension in den Geschlechterverhältnissen an, ja, inwiefern sozusagen durch Sexismus immer wieder Frauen abgewertet werden. Ja. Es spricht aber auch damals schon im Jahr 2001 den Abbau oder die Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit an, die wir auch im Zuge der Krise der Europäischen Union erlebt haben, worauf ich im Folgenden gleich noch näher eingehen werde. Es spricht auch Nationalismus an, den wir ja auch sehr wiedererstarkend erleben in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union momentan, siehe Ungarn, Polen leider auch momentan und anderes. Aber bedeutsam finde ich eigentlich auch den zweiten Teil dieses Satzes, nämlich wenn es darum geht, dass eigentlich Strukturen, die zur Gewaltanwendung führen, nicht abgebaut werden, ja, weil die an sich schon Unterordnungs- und Unterdrückungsverhältnisse perpetuieren. Ich glaube, das ist das Wichtige in diesem Text, auch wenn in diesem Text nur auf Männer und Frauen in dem Sinne, glaube ich, eingegangen wird im Zuge der Ausformulierung, wie Johanna Donal es hier ausformuliert hat. Und wir werden aber sehen, dass die Geschlechterverhältnisse natürlich viel mehr bedeutet als nur das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, sondern auch andere, weitere geschlechtliche Identitäten mit einbezieht. Okay, das nur vorausgeschickt, weil ich möchte nämlich im Folgenden dann auf verschiedene Inhalte eingehen, wo Sie dann sehen werden, dass in Summe, und am Ende komme ich nochmal darauf zu sprechen auch, warum diese symbolische Dimension im Geschlechterverhältnis oder in den Geschlechterverhältnissen im Plural, weil es eben nicht nur das heterosexuelle Geschlechterverhältnis betrifft, so wichtig sind. Aber zuerst möchte ich gerne anschließen, und so habe ich auch meinen Vortrag gegliedert, an die Krise in der Europäischen Union, werde dann auch ein bisschen eingehen auf Krisenerfahrungen, die es schon gibt und Kriseneffekte in Asien und Lateinamerika und den Krisen, die dort vonstatten gegangen sind und welche Effekte diese auf Frauen und Männer und aber auch Kinder hatten. Dann werde ich ganz spezifisch nochmal auf die Economic Governance Formen eingehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das schon mal hier behandelt worden ist. Das heißt, wenn Sie Rückfragen haben, sagen Sie es mir. Ich gehe da ein bisschen von bestimmten Sachen aus. Ich hoffe, das erklärt sich dann im Zuge dessen. Spezifisch möchte ich dann auch nochmal auf den Fiskalvertrag und die Zukunft des Sozialstaats eingehen, weil ich glaube, dass jetzt die Neuerungen, die jetzt in den letzten paar Jahren passiert sind, vor allen Dingen auch die Geschlechterverhältnisse betreffen werden und die Fragen der sozialen Reproduktion, was ich in dem Kontext auch noch erläutern möchte. Und dann nochmal auf verschiedene umstrittene ökonomische Berechnungsmethoden in diesem Kontext des Fiskalvertrags, um dann am Beispiel fünftens von der Austeritätspolitik, die in Irland umgesetzt worden ist, aufzuzeigen, welche Effekte dies im Grunde für die Geschlechterverhältnisse hat. Und ich schließe dann mit ein paar sozial- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die ich dann im Folgenden auch gerne mit Ihnen diskutieren würde, um auch auf diese symbolischen Konstruktionen der Geschlechterverhältnisse zurückzukommen. Okay, fangen wir also an mit der Krise in der EU. Sie erinnern sich vielleicht nochmal daran, 2008, 2009, da war dieser schöne Satz, wenn Lehman Brothers Lehman Sisters gewesen wäre, hätte sie vielleicht nie so stattgefunden.
Warum das? Das wurde in den Medien ein bisschen breit diskutiert, weil ja angeblich Frauen andere Eigenschaften hätten als Männer, angeblich viel ruhiger, nicht so risikoaffin sein etc. Ja? Also all diese normativen Zuschreibungen sind unheimlich wichtig im Kontext auch der Krisenentwicklung, weil es ein bestimmtes Narrativ auch der Krise gibt, ja? Und auch dessen, wie diese Krise stattgefunden hat, wie sie hätte besser reguliert werden können, welche persönlichen Verhaltensweisen dafür wichtig seien angeblich, ja, etc. etc. Das heißt, diese symbolische Dimension ist schon mal ein wichtiger Punkt in der Krisenentwicklung. Zweitens hatten wir aber auch, und das ist auch wichtig in dieser Phase, wir hatten in einer ersten Phase bis 2010 auf der strukturellen Ebene ja mehr Kriseneffekte, die vor allen Dingen Arbeitsplätze von Männern betroffen haben, ja. Weil diese eben im Finanz- und Bausektor primär am Anfang der Krise stark betroffen waren und dann erst in einer zweiten Phase, und das sind jetzt die strukturellen Aspekte der Krisenentwicklung, dann eher Frauen im Zuge der Austerität, der umgesetzten Austeritätspolitik und dem Abbau von Jobs, vor allen Dingen im öffentlichen Sektor, betroffen waren. Ja? In dem Zuge dessen wurde auch immer mehr dieses Narrativ des Staatsschulden, der erhöhten Staatsschulden, dass es eine Staatsschuldenkrise sei, vehement vertreten, auch von verschiedenen Regierungsvertretern, aber auch auf der supranationalen Ebene der EU. Das heißt, auch da hat sich das Narrativ verschoben hin, dass ja die Staaten zu viel ausgeben, sie müssten mehr sparen, und im Zuge dessen wurden ja auch, im Zuge auch von, wo klar wurde, dass Griechenland, Spanien, aber auch Italien oder auch Irland zu hoch verschuldet waren, aus unterschiedlichen Gründen, muss man aber auch sagen, weil in Irland, und das wurde ja auch schon in einer der Ringvorlesungen diskutiert, war es vor allen Dingen der Bankensektor, der einbrach, genauso wie in Spanien auch, ja, und das quasi eigentlich zur Krise geführt hat. Das heißt, die Staatsschuldenkrise ist eigentlich erst der Folgeeffekt dann natürlich dieser Krisenentwicklung. Ich hatte schon gesagt, Einsparungen im öffentlichen Sektor im Zuge dann dieser Austeritätspolitik treffen natürlich dann vornehmlich Frauen, weil die zum Beispiel im Handel sehr stark vertreten sind, in solchen Arbeitsplätzen, vornehmlich Frauenarbeitsplätze in Anführungsstrichen, ja. Wir haben gerade aktuell auch wieder das Beispiel in Österreich, einer Supermarktkette, die pleite gegangen ist, auch alles Arbeitsplätze von Frauen in diesem Kontext. Ja. Das heißt, zusätzlich dazu auch, wenn diese Kriseneffekte auftreten, hat das in der Folge natürlich den Effekt, dass Frauen weiterhin noch und noch viel mehr in den Systemen sozialer Sicherung benachteiligt werden, da sie eben auch schon bis dato aufgrund von Kindererziehungszeiten zum Beispiel, also wenn Frauen Kinder kriegen, nicht eben diese Norm einer lebenslangen Vollzeiterwerbstätigkeit erfüllen. Ja. Das heißt auch diese Anrechnung von Pensionszeiten oder die Verlängerung von oder die Erhöhung des Pensionsantrittsalters trifft natürlich Frauen auch dann stärker als Männer, weil sie sich im Grunde dann nicht diese Zeiten bisher erworben haben und vielleicht auch nicht mehr tun werden. Das sind sozusagen diese strukturellen Dimensionen der Krise. Aber es ist auch noch ein weiterer Aspekt wichtig, und das betrifft natürlich vor allen Dingen die Privathaushalte, also nicht nur den öffentlichen Sektor und Erwerbstätigkeit außerhalb der Privathaushalte, sondern natürlich auch unentgeltliche Arbeit, die im Privathaushalt geleistet wird und die oft, meistens, und alle Statistiken belegen das, eher und vermehrt von Frauen übernommen worden. Das heißt, die sozialen Reproduktionsleistungen sind auch hier stark von Frauen ausgeführt. Das heißt, soziale Reproduktion bedeutet, und ich benutze da auch einen Terminus, wie er auch von Isabella Bakker verwendet wird in der internationalen politischen Ökonomie. Das heißt, alle Arbeiten, affektive Arbeiten für andere, wie Pflegen, Waschen, Kochen, Putzen und nachbarschaftliche Hilfe, sowie eben auch die Reproduktion der menschlichen Arbeitskraft, um überhaupt erwerbstätig, lohnerwerbstätig sein zu können im Rahmen der globalen politischen Ökonomie. Das heißt, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal alles, aber ich möchte das nochmal betonen, weil gerade der Bereich der sozialen Reproduktion und all die Arbeit, die unentgeltlich im Haushalt geleistet wird, zum Beispiel auch nicht für das BIP mit einberechnet wird, ja. Also es werden auch zum Beispiel nicht, deswegen hat man ja auch zum Beispiel Gender Budgeting erfunden oder sozusagen eingeführt auf der EU-Ebene, um eben zu schauen, wie bestimmte haushaltspolitische Verteilungen Frauen besonders treffen, auch gerade dann, wenn sie unentgeltlich mehr Arbeit im Haushalt leisten zum Beispiel.
Das heißt, soziale Reproduktion in diesem Kontext wird eigentlich in der Finanz- oder wurde immer wieder in der Finanz- und Wirtschaftskrise eigentlich vorausgesetzt, ja, aber eben nicht für die Wirtschaftsleistung eines Landes als produktiver Faktor mit herangezogen. Das ist natürlich eines der Kernprobleme, wenn man dann auch von Krisenpolitiken spricht, dass man im Grunde all das, was man eh schon nicht in Folgeeffekten der Austeritätspolitik berücksichtigt hat, nämlich die gesamte soziale Dimension und Sozialleistungen, die auch meinetwegen gekürzt worden sind, denken Sie zum Beispiel an Griechenland auch mit der Absetzung sozusagen der Pensionen zum Beispiel, dass die sozialen unbezahlten Reproduktionsleistungen, die aber lebenswichtig sind für uns alle, und wir haben alle wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch eine Großmutter oder Großvater zu Hause, der vielleicht gepflegt werden muss oder ins Pflegeheim muss vielleicht, wenn er erkrankt ist, ja. All diese Arbeiten gelten so als selbstverständlich und werden quasi im wirtschaftspolitischen Kontext nicht ausreichend oder überhaupt mit einberechnet ins BIP zum Beispiel. Das ist ein sozusagen der Hintergrund einmal des Krisennarrativs oder der Krisenerfahrung, die wir in der EU gemacht haben. Ich möchte jetzt ein bisschen nochmal den Schwenk machen zu Krisenerfahrungen, die es auch schon in Asien und Lateinamerika gab. Also zum Beispiel 1997 in der Folge in der Asienkrise, aber auch in Brasilien. Weil man da im Grunde auch schon gesehen hat, dass eben die Auswirkungen der Krise und die Folgeeffekte eben zu unbezahlter Mehrarbeit, vor allen Dingen von Frauen, geführt hat. Ja? Und auch vor allen Dingen zu Verschlechterungen eben im Gesundheitszustand breiter Bevölkerungsschichten in diesem Kontext, wie es wir auch zum Beispiel in Griechenland erlebt haben, wo natürlich die Grundversorgung der Bevölkerung zum Teil gar nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Es wurden sehr viele Suppenküchen gegründet, damit Leute überhaupt noch Nahrung zu sich nehmen konnten zum Beispiel. Ja. Also all diese Bereiche der sozialen Reproduktion wurden quasi auch in den ganzen Maßnahmen, die auf der makropolitischen Ebene, also auf der supranationalen Ebene der EU dann umgesetzt worden ist, gar nicht berücksichtigt, was das eigentlich für Folgeeffekte eigentlich für die Menschen dort vor Ort hat. Das heißt gleichzeitig auch, und das wissen wir auch quasi aus den Erfahrungen in Asien und Lateinamerika, dass die Strukturanpassungsprogramme, die bereits dort in den 80er Jahren oder auch in den 90er Jahren dann durchgeführt worden sind, denken Sie an Chile, Argentinien zum Beispiel dann auch oder Brasilien, ja, was dort passiert ist, nämlich dass diese Strukturanpassungsprogramme im Grunde auch einem neoliberalen Paradigma gefolgt sind, ja, der Kürzungen, also der Privatisierungsprozesse vor allen Dingen. Ja. Und das aber auch da zum Beispiel, und das ist vielleicht etwas, was jetzt neuartig ist auf der Ebene der Europäischen Union, weil es nämlich einen strukturellen oder auch inhaltlichen Unterschied gibt zu den Strukturanpassungsprogrammen, die in diesen Ländern durchgeführt worden sind. Wir haben auf der Ebene der Europäischen Union jetzt quasi ein, wir können es mal nennen, Konditionalitätsregime, ja, wo quasi Austerität quasi mit durch den Fiskalvertrag, auf den ich gleich noch eingehen werde, quasi in die Verfassung mit eingeschrieben ist eines Landes. Das heißt, es ist quasi, diese Kriterien von Kürzungen in Sozialleistungen etc., Privatisierungsprozesse müssen quasi permanent erfüllt werden, um eben dann auch später das strukturelle Defizit einzuhalten, was neu festgelegt worden ist. Das heißt, das ist eigentlich, finde ich, der wesentliche Unterschied zu bisherigen Krisenerfahrungen in Asien und Lateinamerika, wo quasi diese Strukturanpassungsprogramme stattgefunden haben, aber jetzt in der EU quasi etwas Neues eingeführt ist, was quasi permanente Austerität konstitutionell festlegt. Ein zweites Beispiel, oder in diesem Kontext ist es vielleicht auch nochmal interessant, das hat eine Kollegin auch im Sommersemester hier referiert, auch das wollte ich nur kurz erwähnen auch, ist, dass zum Beispiel da auch darüber Diskussionen über die Finanzialisierung des Sozialstaats auch stattgefunden haben. Ja? Zum Beispiel in England gibt es jetzt sozusagen neu aufgelegte Social Investment Programme. Das heißt, es gibt sozusagen soziale Dienstleistungen, die quasi privat übernommen werden sollen. Das hört sich erstmal nichts Neues an, aber die sozusagen auch als Fonds gehandelt werden. Das heißt, man spekuliert, man kann auch dann sozusagen als Unternehmen, als Privatinvestor dann darauf spekulieren, dass ich zum Beispiel, ich will eine Stadtteilbibliothek bauen in meiner Gemeinde, weil unsere öffentliche Bibliothek geschlossen worden ist. Ich finde einen privaten Investor, dieser kriegt von der Regierung quasi Geld, um das zu finanzieren. Das wird quasi als Aktie auch gehandelt. Ja? Und darüber finden quasi weitere Privatisierungsprozesse nochmal statt und auch Finanzialisierungsprozesse, weil das quasi sozusagen eine
diese Finanzialisierung im Grunde der Weltwirtschaft auch weiter vorantreiben soll, aber dass auch eine Veränderung im sozialstaatlichen System, wobei man von England auch nochmal natürlich nicht mehr wirklich von einem Sozialstaat im kontinentalen Sinne sprechen kann, auch dazu führt. Was natürlich dann auch gravierende Folgen haben könnte, wenn diese Privatisierungsprozesse auch in anderen Bereichen oder in anderen Ländern eingeführt werden. Ja, es wird auch zum Teil ansatzweise bisher in Österreich zum Beispiel diskutiert, etwas auch in Deutschland, wie ich soweit ich weiß. Aber das sind auch sozusagen auch Prozesse, die gleichzeitig stattfinden. Was hat das jetzt alles für Effekte für die soziale Reproduktion? Ein Effekt davon ist, dass zum Beispiel eine feministische Ökonomin davon gesprochen hat, dass man von lang anhaltendem persönlichen Ressourcenverbrauch sprechen kann. Das heißt von Social Depletion eigentlich in der sozialen Reproduktion. Was heißt das? Das heißt im Grunde, dass quasi Personen, die eben nicht oder die in der Arbeit um soziale Reproduktion, also im Privathaushalt, mehr Arbeit ausführen müssen, also kochen oder mehr kochen müssen jetzt für eine größere Familie vielleicht, weil irgendwie die Angehörigen oder Verwandten auch noch zum Essen kommen zum Beispiel, weniger Zeit haben, sich zu erholen, diese Personen, ja, dass ihr Gesundheitszustand sich verschlechtert. Das sind zum Beispiel Erfahrungen, die man in der Asienkrise gemacht hat. Ja. Das heißt, Diane Elson spricht hier auch von Depletion in Social Reproduction. Ja, das kommt ein bisschen aus der Umweltforschung, dieser Begriff, also von Raubbau an der Natur eigentlich. Aber das wurde quasi übertragen in der internationalen feministischen politischen Ökonomie auf die Situation auch von Frauen zumeist in Privathaushalten. Ein zweiter wichtiger Punkt in diesem Kontext ist, dass im Grunde ähnliche, aber vielleicht nicht strukturhomologe Erfahrungen gemacht werden, jetzt innerhalb der Kriseneffekte, die wir in der EU erleben, im Vergleich zu Lateinamerika oder Asien, ja? Weil das haben auch unter anderem feministische Ökonomen gesagt, wie das Zitat auch zeigt, households often adjust in reaction to economic downturn by using unpaid labor to replace services that had been purchased in the markets before the crisis. Das heißt, auch hier wird sozusagen, wenn Sie zum Beispiel vorher in Spanien eine Haushälterin angestellt hatten, sich das aber nicht mehr leisten können als Familie, diese Mehrarbeit nun auch meistens von Frauen zusätzlich übernommen. Diese Krisenerfahrung gibt es auch natürlich in anderen Ländern. Ich habe auch noch ein Heft mitgebracht, was ich Ihnen später noch zeigen kann am Ende vielleicht, welche Krisenerfahrungen eigentlich im Ländervergleich gemacht werden. Wir haben auch in Slowenien zum Beispiel eine Autorin, die darüber geschrieben hat, wo vor allen Dingen die bäuerliche Subsistenzproduktion natürlich zugenommen hat. Ja? Also all diese Bereiche der sozialen Reproduktion finden vermehrt statt, auch zum Teil als widerständige Praktik. Ja? In Frankreich zum Beispiel waren die Kriseneffekte vor allen Dingen die, dass weniger Geld in zum Beispiel oder für die Bereitstellung von Abtreibungskliniken bereitgestellt worden ist, ja, die Gesundheitsversorgung, auch dass es da Einschnitte gab, es auch Verschiebungen gab in den Pensionserhöhungen zum Beispiel. Aber natürlich kennen wir alle die Beispiele aus Spanien, aber auch aus Griechenland, wo natürlich die Folgeeffekte der Krise massiver durchgeschlagen haben, auch im Bereich der sozialen Reproduktion, dass die Leute quasi ja, ihr Zuhause verloren haben, ja, also dass quasi sozusagen, dass wenn Leute einen Privatkredit aufgenommen haben, um eine Wohnung oder ein Haus zu finanzieren, sie rausgeworfen worden sind, weil sie den Kredit nicht mehr bedienen konnten. Und Sie wissen vielleicht, dass in Spanien selbst die Kredite, die bis 2009 aufgenommen worden sind, selbst dann zurückbezahlt werden müssen, selbst wenn das Haus oder die Wohnung bereits an die Bank zurückgegangen ist. Ja? Und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele Leute ja, aus ihren Häusern also geräumt wurden. Es gab ja sehr viel Proteste auch dagegen. Es gab eine nationale weite Bewegung dagegen, die PAH-Bewegung, die sich zusammengeschlossen hat. Und wie wir jetzt ja auch wissen, seit neuestem auch eine Partei, die sich gegründet hat im Zuge dessen, Podemos, die an der jetzigen Wahl ja relativ erfolgreich war in Spanien im Dezember, wo man auch sehen wird, was das jetzt eigentlich bedeutet für die Regierungsbildung. Also das heißt, hier gibt es Krisenerfahrungen, die auf der Ebene der sozialen Reproduktion stattgefunden haben, die auch massive Auswirkungen natürlich auf den politischen Zusammenhalt oder die Regierungsbildung eines Landes hat. Das heißt, ich möchte Ihnen damit eigentlich verdeutlichen, warum gerade der Fokus auf soziale Reproduktion ganz wichtig sein kann, ja, um Kriseneffekte und Krisenerfahrungen auch zu verstehen und inwiefern die eigentlich auch gesamtökonomisch auch dazu beigetragen haben und warum gerade die Geschlechterverhältnisse darin eine bestimmte Rolle spielen.
Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Die Kredite, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel in den USA, wurden diese Kredite vor allen Dingen an afroamerikanische Frauen vergeben, zu fast 70-80%. Ja. Das heißt, auch hier gibt es sozusagen ein Bias, ja, dass, ich sage jetzt mal, also eben Menschen, die in der Bank arbeiten, die eben diese Kredite vergeben, nicht darauf geachtet haben, ob diese Leute überhaupt ihren Kredit zurückzahlen konnten. Das heißt, dieses gesamtökonomische System funktioniert überhaupt nur auf einer im intersektionalen Sinne gesagten Unterscheidung nach Klasse, Geschlecht und Ethnie. Ja? Das heißt, auch da waren es vor allen Dingen Frauen, die Kredite aufgenommen haben und die dann auch aus ihren Häusern geräumt worden sind. Also das sind alles sozusagen Kriseeffekte, die vor allem die soziale Reproduktion betreffen. Kommen wir jetzt zu dem Teil der Economic Governance in der EU, den ich vorher genannt habe. Ja? Nämlich, ich habe schon vom Fiskalvertrag gesprochen und die Berechnung des strukturellen Defizits. Es ist ja so, dass mit dem Fiskalvertrag nun quasi ein neues Kriterium eingeführt worden ist innerhalb der europäischen Governance, nämlich dass jedes Land eine neue quasi strukturelle Defizitgrenze einhalten muss. Und diese sogenannten Scoreboards, die es auch gibt zur Überwachung eben dieser Fiskalregeln, legen eben das Defizit auf 0,45% des BIPs fest. Ja? In Österreich wurde das bisher zum Beispiel eingehalten, aber in Zukunft ist es sehr fraglich, ob Länder überhaupt dieses strukturelle Defizit einhalten können, weil es natürlich sehr niedrig angesetzt ist. Ja? Gleichzeitig, und das ist im politischen Kontext wichtig, können unabhängige Gremien auch eingesetzt werden auf der Mitgliedstaatsebene, um eben über dieses strukturelle Defizit zu wachen. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch einen Fiskalrat, der oft dann auf mitgliedstaatlicher Ebene eingesetzt wird, der eben zur Einhaltung dieses strukturellen Defizits darüber also bestimmen soll. Und es ist natürlich dann auch, ich gebe Ihnen ein Beispiel, jetzt liegt gerade zum Beispiel auch in Österreich die Frage, was machen wir mit den ganzen Ausgaben für die Flüchtlingspolitik? Können wir damit überhaupt dieses strukturelle Defizit in Zukunft noch einhalten? Vermutlich eher nicht, sage ich mir jetzt mal. Bisher war es im Länderfinanzausgleich möglich, das zu tun. Ja, die Frage ist nur, was passiert, wenn wir eben diese Grenze überschreiten in Zukunft? Werden dann auch Austeritätsmaßnahmen, die Österreich bisher eigentlich erfolgreich mehr oder minder abgewehrt hat oder nicht umsetzen musste, werden die dann notwendig und können die dadurch eben durch den Fiskalvertrag auch eingefordert werden von der EU-Kommission zum Beispiel? Gleichzeitig, was in dem Kontext auch noch wichtig ist, dass eben der Europäische Gerichtshof jetzt in Zukunft das kontrollieren kann, die Einhaltung dieses strukturellen Defizits und auch Strafen verhängen kann von bis zu 0,1% des Bruttoinlandprodukts bei Nichteinhaltung. Das ist natürlich auch etwas, was ich finde, was sehr gut in das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses neue Konditionalitätsregime passt, ja, wo quasi nicht Strukturanpassungsprogramme von vornherein oder im Nachhinein auferlegt werden, sondern eben, dass die EU sich dadurch ein neues sozusagen Konditionalitätsregime selbst auferlegt hat, durch die Bindung an den Fiskalvertrag und auch weitere Regelungen wie den Sixpack, zum Beispiel den Twopack, auf den ich jetzt nicht näher eingehen werde. Was in diesem Kontext politisch auch noch wichtig ist, dass es eben, und das ist vielleicht aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive, was die Rationalitäten betrifft, auf die ich noch in dem Kontext eingehen möchte, relevant ist, dass es sozusagen eben auch ein schnelleres Handlungsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Ja? Also es gibt auch ein schnelleres Eingreifen gegen Mitgliedstaaten, was dadurch möglich wird, halt durch die Schuldenbremse. Und es führt natürlich dazu, und das wurde ja auch immer als Narrativ quasi generiert, dass wir schnell handeln müssen in der Krise, weil wir eben sozusagen die Staaten nicht bankrott gehen lassen dürfen zum Beispiel. Nur dieses schnell handeln müssen und diese Logik auch, die dahinter steckt, von auch die, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist natürlich auch eine spezifische und ich würde auch sagen maskulin konnotierte politische Rationalität des effektiven Handelns. Und das sind zum Beispiel Diskurse, die auch sehr stark hochgehalten wurden während der Umsetzung dieser Politiken. Das wird auch sehr schön eben durch diese Regelung im Fiskalvertrag deutlich zum Beispiel. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr stark umstritten, wie man eigentlich dieses strukturelle Defizit kalkuliert, weil eben die EZB, der IWF, aber auch die OECD unterschiedliche Verfahren eigentlich für die Berechnung haben. Ja? Genau, das habe ich jetzt schon gesagt. Das heißt, in der Folge wird im Grunde aber durch dieses Prinzip quasi Wettbewerbsfähigkeit durch den Fiskalvertrag
im Grunde auf konstitutioneller Ebene in die Mitgliedstaaten dauerhaft eingeschrieben. Und ich möchte Ihnen noch ein Beispiel nennen, warum diese Berechnungsmethoden so umstritten sind. Es gibt ein schönes Zitat von Corporate Europe Observatory dazu aus dem Jahr 2012, die da schreiben oder auch festgestellt haben. Ich lese es Ihnen jetzt kurz vor. For 2011, the Commission calculated the structural deficit of Denmark to be 3%. The Danish government claims the structural deficit is about 1%. If the Commission's calculation was to be used, Denmark would have to cut back on expenses or raise taxes with double the cost to the country's retirement scheme. They argue the Commission's method is biased against countries with high levels of unemployment benefits. Das heißt, Sie sehen auch hier, dass durch diese Umstrittenheit der Methoden, das ist zwar der eine Aspekt natürlich in der politischen Aushandlung dieser Prozesse, aber welche Folgeeffekte sich daraus ergeben würden. Ja? Das heißt, wenn wir sozusagen Länder haben, die eben das anders berechnen und dadurch aber auch die Folgeeffekte für zum Beispiel Erwerbstätigkeit, aber auch für Pensionsansprüche verändert werden, ja, beziehungsweise da gekürzt werden würde, hätte das auch wieder Folgeeffekte für den Bereich der sozialen Reproduktion, für die Geschlechterverhältnisse, aber für Sozialstaatlichkeit auch insgesamt. Kommen wir jetzt mal zu dem Beispiel, anhand dessen ich das so ein bisschen nochmal Ihnen verdeutlichen möchte und zu dem ich mehr gearbeitet habe, nämlich die Republik Irland. Irland ist ja in den Medien immer nur so am Rande zum Teil aufgetaucht. Stark im Fokus stand ja Griechenland eigentlich und blaming and shaming the Greek eigentlich. Ja. Die Geschlechterkonnotationen, die damit einhergegangen sind, waren ja auch sehr massiv. Denken Sie an Kanzlerin Merkel, wurde als Hitler dargestellt. Ja. Oder es gibt eine schöne, eigentlich wollte ich Ihnen das mitbringen als Bild auch nochmal, jetzt beim Beispiel Griechenland nochmal eben kurz zu bleiben, wo die Statue der Venus dargestellt wird in einer griechischen Flagge. Ja? Also das heißt, auch die Bilder und sozusagen ihnen den Stinkefinger zeigt, das war ein Fokuscover im Jahr 2012. Das heißt, auch hier werden geschlechtsspezifische Bilder benutzt in der Krise, um damit gegen spezifische Länder zu arbeiten. Ja? In Irland war das nicht ganz so stark medial der Fall oder es war nicht so präsent, aber auch in Irland war natürlich, ähnlich wie in Spanien, ist vor allen Dingen der Bau und auch der Bankensektor sehr stark eingebrochen nach 2008, ja, und die in der Folge dann aufgenommenen Kredite, um eben die Banken aufrechtzuerhalten in Irland und die Austeritätsmaßnahmen, die umgesetzt wurden, haben dann vornehmlich natürlich auch Niedrigeinkommen getroffen, am stärksten mit. Die Gesundheitsausgaben der Regierung fielen um 7% seit Beginn der Krise, also seit 2008. Ja. Es gab auch höhere Selbstbeteiligungen, zum Beispiel Kürzungen in den sozialen Transfersystemen und Veränderungen in der Besteuerung. Es wurde sozusagen ein Universal Social Charge eingeführt. Das heißt, alle Einkommen ab 12.012 Euro werden nun besteuert. Vorher war diese Grenze eigentlich höher. Und es gab auch Reduktionen in steuerlichen Begünstigungen. Gleichzeitig wurden auch Güter des alltäglichen Bedarfs teurer seit 2010, vor allen Dingen Sachen, die vor allen Dingen auch Privathaushalte treffen, wie Kinderbetreuungskosten, Krankenhauskosten, Mietpreise und Preise des öffentlichen Nahverkehrs. Das heißt, auch hier wird deutlich, dass vor allen Dingen dann auch Frauen betroffen sind in dem Kontext, weil sie natürlich eher und mehr Kinder betreuen, ja, mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen meistens, ja. Das heißt, das sind auch Folgeeffekte in Irland gewesen. Dazu kommt, dass zum Beispiel auch das Pensionsantrittsalter von 65 auf 68 Jahre angehoben wird, sukzessive, und Pensionsansprüche auch gekürzt werden. Gleichzeitig gab es Einschnitte bei Betreuungs- und Pflegegeldern, bei der Behindertenzulage und Alleinerziehendenbeträgen. Also all das sind auch Effekte, die natürlich vor allen Dingen dann auch Frauen treffen. Noch ein weiteres Beispiel, Kinderzulagen wurden auch an ein bestimmtes Alter der Kinder gekoppelt. Das heißt, auch hier ist vor allen Dingen der Bereich der sozialen Reproduktion auch vermehrt betroffen gewesen. Und ähnlich wie in Spanien mussten auch in Irland viele Menschen ihre Wohnungen verlassen. Es haben bis zu 400.000 irische Bürger, Staatsbürgerinnen bisher auch das Land verlassen. Mittlerweile ist Irland ja wieder sozusagen, oder wird so als Land genannt, das quasi wieder im Aufschwung ist, weil es Prognosen quasi des Wirtschaftswachstums bis zu 4-5% geben soll angeblich. Aber Sie müssen dabei bedenken, in dem Kontext
dass Irland natürlich auch sehr niedrige Körperschaftssteuern hat für Unternehmen wie zum Beispiel Google oder andere Großkonzerne. Das heißt, und es wurde von der Kommission auch schon eigentlich von der an die irische Regierung einen Brief geschrieben, dass sozusagen das angeglichen werden muss, um nicht eben diese steuerlichen Vorteile für diese Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben eine große Diskrepanz eigentlich zwischen dem quasi sehr stark wirtschaftsliberalen System in Irland und dann durch die Austeritätsmaßnahmen bedingten Folgeeffekte in der sozialen Reproduktion. Ja? Also das nur mal als Beispiel. Was auch noch wichtig ist in Irland, und das finde ich auch sehr gravierend in diesem Kontext, ist, dass quasi diese National Partnership Agreements, die es gab in Irland, also sprich, das waren sozusagen kooperative Aushandlungsprozesse zwischen den Gewerkschaften auch und den Unternehmen, dass die quasi nur noch im öffentlichen Sektor gelten, ja, und in der Privatwirtschaft ganz, seit 2009 ganz aufgekündigt worden sind, ja. Die Gewerkschaften sich zum Teil dagegen gewehrt haben, aber einer der führenden Gewerkschaftsführer in der SIPTU leider auch dem zugestimmt hat. Ja. Der Privatsektor hat also eben nur noch individuelle Betriebsverhandlungen mittlerweile in Irland. Also da sehen Sie auch, dass die Folgeeffekte der Krise auch sich durchschlagen auf die Sozialsysteme und auf die Arbeitsmärkte, natürlich dann in der Folge, was wir so öffentlich vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Ja. Und was auch nicht durch den Diskurs, dass Irland jetzt wieder im Aufschwung sei und dass es wieder höheres Wirtschaftswachstum eigentlich negiert werden kann. Ja. Vielleicht noch ein paar Fakten. Ich muss kurz auf die Zeit schauen. Ich habe jetzt schon, wie lange gesprochen? Eine halbe Stunde. Genau. Also, wichtig ist dann vielleicht auch nochmal das, was gerade die heterosexuellen Geschlechterverhältnisse betrifft. Die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung bei Männern stieg in Irland auf 53,2% der Gesamtteilzeitbeschäftigtenrate an bis 2012. Das ist ein sehr hoher Anstieg, das war der höchste eigentlich EU-weit im Zuge der Krise mit. Bei Frauen ist er zwischen 2007 und 2012 um 8% gestiegen, also die Teilzeitrate quasi, und bei Männern um 4%. Und was natürlich quasi dazu geführt hat, dass insgesamt mittlerweile auch 23% der Privathaushalte armutsgefährdet sind, obwohl sie einen Familienvorstand, egal ob männlich oder weiblich, in bezahlter Arbeit haben. Ja? Also das sind auch Folgeeffekte dieser Austeritätsmaßnahmen oder eben des Joblosses in Irland. Vielleicht dafür nochmal ein Zitat, was von einer großen Kinderwohltätigkeitsorganisation kommt in Irland. Da sagt eine Betreuerin: "Many families don't have enough money to buy food, which impacts on children going to school. We have seen some families move the food around their cupboards, so their children think they have been to the shops to buy food." Also auch hier haben wir ähnliche Effekte wie in Griechenland, ja, also massiven Sozialabbau, massive Verschlechterung im Bereich der sozialen Reproduktion für die Bevölkerung, auch vor allen Dingen alleinerziehende Mütter etc. etc. Es gibt ja noch tausend andere Beispiele. So, das ist quasi nochmal Irland gewesen. Ich möchte jetzt ein bisschen dazu kommen, die sozial- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen nochmal zu benennen und damit auch zu dem kommen, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesen symbolischen Konstruktionsprozessen und Narrativen, die auch in der Krise sehr stark geschlechtsspezifisch geprägt waren. Und zwar, und das ist vielleicht etwas, was in der Geschlechterforschung mittlerweile sehr bekannt ist, nämlich eben die stabilisierende Funktion im Grunde, die die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes hat und die unbezahlte Reproduktionsarbeit von Frauen für die kapitalistische Produktionsweise insgesamt, ja, dass quasi das nicht berücksichtigt wird und immer wieder eingefordert werden muss, ja, weil es eben nicht in diese Gesamtrechnung mit eingeht, weil es eben auch nicht in die Berechnung, die auch dem Fiskalvertrag oder die Berechnung sozusagen für die Umsetzung des strukturellen Defizits auch nicht mit eingeht. Das heißt, die ganzen sozialpolitischen oder auch arbeitsrechtlichen Voraussetzungen, die wir haben derzeit, beachten überhaupt nicht diese notwendige sozialen Reproduktionsleistung. Das Zweite wäre in dem Zusammenhang, dass auch der Grad der Dekommodifizierung und auch von eben diesen geschlechtsspezifischen symbolischen Vorstellungen von Arbeit und was als in Wert gesetzte Arbeit gelten soll, dazu führt,
dass Frauen immer noch niedriger entlohnt werden als Männer. Sie haben bestimmt vom Gender Pay Gap auch gehört. Ja, der hat sich natürlich in der Krise, gab einen interessanten Effekt, dass er sich einigermaßen angeglichen hat, weil natürlich dadurch, dass Männer mehr in Teilzeit gearbeitet haben oder auch mehr ihre Arbeitsplätze zu Beginn der Krise verloren hat, natürlich auch sich dieser Gender Pay Gap mehr und mehr geschlossen hat. Ja? Das heißt, der Unterschied der Differenz des Lohns, des Gehalts, das man monatlich bekommt, ist geringer geworden. Ja? Also auch in Ländern wie Deutschland oder Österreich liegt der Gender Pay Gap immer noch bei um die 21-24%. Das ist ein relativ hoher Wert EU-weit. Ja? Das heißt, wenn wir nochmal zurückkommen zu dieser Diskussion um die symbolische Konstruktion von Krisennarrativen, die auch stark geschlechtsspezifisch segregiert sind, dann ist das, was wir im Alltag so erleben und wie wir uns selbst vielleicht auch positionieren, weil jeder positioniert sich entweder meistens als Mann oder Frau oder an einer anderen geschlechtlichen Identität normalerweise. Ich will nur darauf hinweisen, dass das, und ich beharre so ein bisschen darauf, deswegen sage ich es nochmal, etwas ist, was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Aber es ist etwas, was sehr stark mit der sozialen Strukturierung der Gesellschaft zu tun hat und wie quasi auch der Bereich der Öffentlichkeit und der Privatheit unterschiedlich bewertet wird. Immer noch und immer wieder leider. Und vor allen Dingen in der Krise, wie ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, sich nochmal verstärkt hat dieser Effekt eigentlich. Das ist mehr und mehr, das ist die soziale Reproduktionsleistung oder das, was uns eigentlich allen wichtig ist, nämlich irgendwie für unsere Großmutter zu Hause zu sorgen vielleicht und wir das auch wollen, aber es nicht keine Zeit dafür haben, ja, dass das oft Arbeit ist, die überhaupt nicht sozusagen in unserem Alltag irgendeine Berücksichtigung oder Anerkennung findet. Ja. Abgesehen davon, wie auch dort Privatisierungsprozesse vor allen Dingen auch in Deutschland stattgefunden haben. Aber etwas sozusagen, was quasi aus diesem Krisennarrativ völlig herausfällt, ist eigentlich die Bedeutung eben auch dann der Geschlechterverhältnisse und der sozialen Spaltung der Gesellschaft und auch natürlich von Staatlichkeit und wie Staatlichkeit konstituiert ist, immer in diese getrennten Sphären. Das führt natürlich dazu, dass es weiterhin auch zu einer geschlechtsspezifischen tradierten kulturellen Ordnung kommt, ja, und von Normen, zum Beispiel auch, dass Vollzeitarbeit immer noch als erstrebenswert immer noch gilt, obwohl es ja Ansätze gibt, auch mehr auch Männer in Teilzeit arbeiten zu lassen. Aber wenn wir sozusagen an diese symbolischen Konstruktionen auch während der Krise denken, dann gilt ja immer noch sozusagen, der Banker hat ein bisschen als Figur gelitten, würde ich sagen, als männlich konnotierte Figur, der schnell handelt und risikoaffin ist. Ja. Aber trotzdem sind wir sehr schnell jetzt auch im Jahr 2015 wieder da zurückgegangen, dass die Aktienmärkte wieder funktionieren und dass im Grunde Wettbewerbsfähigkeit immer wieder an erster Stelle steht, aber nicht eigentlich soziale Tätigkeiten, die fürs Zusammenleben und für die soziale Reproduktion einer Gesellschaft genauso wichtig sind. Ja. Deswegen dieser Spruch, had Lehman Brothers been Lehman Sisters, wäre die Krise vielleicht anders gelaufen. Vermutlich nicht, weil natürlich das auch eine gesellschaftliche oder auch geschlechtsspezifische Konstruktion ist und es nicht damit eigentlich zusammenhängt, ob wir eigentlich Männer oder Frauen sind, sondern eigentlich welche Werte wir auch internalisiert haben und wie wir diese, nennen wir es Werte, wir können es aber auch vielleicht Ideen oder Vorstellungen haben, wie wir die leben. Ja. Das heißt, und das haben einige Kolleginnen und auch ich ein bisschen versucht zu rekonstruieren in der Krise, diese Annahmen von Wettbewerbsfähigkeit, Risikobereitschaft, Liquidität und Wachstum beruhen natürlich auf sehr stark historisch maskulin konnotierten Vorstellungen von Gesellschaft und des Staates. Ja. Die tradieren sich im Grunde seit Rousseau, Hobbes und Locke ja, fort in leicht gewandelter Form. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich natürlich auch nicht männliche Identitäten verändert haben über die Jahrhunderte, aber wenn wir uns das Wirtschaftssystem anschauen, finden wir immer noch sehr stark diese Konnotationen vielleicht des starken Mannes, der irgendwie das auch politisch richten wird oder auch ökonomisch der Banker, der irgendwie permissiv da seine Interessen auch durchsetzt, dass das auch als Leitbild auch fungiert. Das heißt, Wettbewerbsfähigkeit als politische Rationalität wird dabei auch immer wieder an ökonomische Theorien gebunden, die eben nicht nachfrageorientiert, sondern angebotspolitisch orientiert sind. Ja? Also neoklassische Theorien haben stark dominiert, auch in der Wirtschaftskrise, wenn wir an zum Beispiel Griechenland denken, wenn man sozusagen nur auf die Geldpolitik schaut und wie diese Krise zu lösen sei, aber nicht die makroökonomischen Rahmenbedingungen, dann ist auch das sehr stark immer noch auf diese Wettbewerbsfähigkeit fokussiert worden.
Und was ich auch schon gesagt hatte, zum Beispiel Gender Budgeting ist als ein Teil davon auch gar nicht in diese makroökonomischen Berechnungen mit hineingenommen worden, obwohl die EU sich durch Gender Mainstreaming, aber auch durch Gender Budgeting eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, sie würde all das umsetzen. Wir erinnern uns vielleicht, im Jahr 1997 wurde im Amsterdamer Vertrag Gender Mainstreaming als Strategie festgelegt, die sozusagen auf allen politischen Ebenen alle Akteure dazu verpflichten soll, sowohl auf der supranationalen Ebene, aber auch in den Nationalstaaten, für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen in allen politischen Handlungen und Politikfeldern. Von dem können wir heute eigentlich überhaupt nicht mehr sprechen. Gender Mainstreaming ist ein völlig nicht mehr im Diskurs befindliches Theorem eigentlich, würde ich fast sagen, das quasi vor der Krise noch relevant war. Aber wir sehen auch hier eigentlich eine sehr starke Verschiebung zu diesen wirtschaftspolitischen Economic Governance Formen, die eben hegemonial in der Krise sind. Und die andere geschlechtsspezifische Koordinierungsform in der EU völlig an den Rand gedrängt haben eigentlich. Dazu vielleicht noch, Gender Budgeting wurde zum Beispiel in Österreich implementiert. Seit 2013 ist es dort sozusagen auch in der Verfassung rechtsverbindlich geworden und muss auch umgesetzt werden eigentlich. Aber auch in Österreich wurde bisher, das ist eigentlich eines der wenigen Länder der EU, eines das einzige, das es auch auf diesem Rang schon umgesetzt hat oder eingeführt hat, gab es da bisher wenig Auswirkungen, die man zu spüren bekommt, dass es wirklich eine gerechte, geschlechtsspezifische Verteilung auch in der Haushaltspolitik oder in den Folgeeffekten, wie diese Verteilung dann Männer und Frauen unterschiedlich treffen würde, dass es das gegeben hat. Das heißt, um nochmal zum Ende zu kommen auch bald, diese neoliberal orientierten Normen von Selbstverantwortung, von Individualität, werden eigentlich oder wurden sehr stark durch wirtschaftspolitische Paradigmen in der Krise nur noch mal verstärkt. Individualität, Selbstverantwortung, ja. Obwohl wir natürlich gleichzeitig sehr starke und massive Bewegungen hatten, die genau das Gegenteil programmiert haben, ja. Zum Beispiel denken Sie an die Occupy-Bewegung. Die Occupy-Bewegung ist natürlich ein super Beispiel dafür, wie eigentlich soziale Reproduktion und Widerstand als soziale Reproduktion gelebt worden ist. Nämlich durch Platzbesetzungen, aber nicht nur durch die Besetzung selbst, sondern weil die Leute dort halt auch quasi all das, was sie alltäglich tun, nämlich kochen, schlafen, sich gegenseitig austauschen, das im öffentlichen Raum auf einmal stattgefunden hat. Das heißt, es war vielleicht ein kurzer symbolischer Moment, wo es quasi auch diesen Widerstand gegen diese Rationalitäten sogar im öffentlichen Raum mal wieder in einem größeren Umfang gab. Das heißt, für mich heißt das eigentlich, dass quasi über ein rein wohlfahrtsstaatliches Analysemodell zum Beispiel, wo wir nur sozusagen die Sozialpolitik betrachten, die aber nicht in Zusammenhang stellen mit makroökonomischen Faktoren, dass wir hier berücksichtigen müssen, wenn wir speziell die Geschlechterverhältnisse fokussieren wollen, dass wir ein Analyseraster brauchen, was eben diese supranationale Ebene, die globale politische Ökonomie, aber auch die Subjektkonstitutionsprozesse quasi mit in den Blick nimmt. Wichtig dabei wäre natürlich zu fragen, welche politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure können hier eine maßgebliche Rolle spielen? Was gibt es für widerständige Praktiken, die sich eigentlich gegen diese Krisenentwicklung und gegen diese Austeritätspolitik gewandt haben? Da haben wir zum einen natürlich politische Akteure, wie zum Beispiel oder Parteien wie Podemos, aber auch Syriza zu Beginn des Jahres, letzten Jahres noch, wo ja sozusagen auch gehofft worden ist, dass die sich im Endeffekt gegen diese Form von Austeritätspolitik stellen würden, was sie dann ja aus verschiedenen Gründen nicht getan haben. Das wäre zu diskutieren, was heißt das eigentlich auch für die Zukunft, wenn man auch gerade Fragen der sozialen Reproduktion weiterhin auch in der Öffentlichkeit wieder stärker thematisieren will. Vielleicht sind die Ereignisse in Köln dafür auch eine Gelegenheit, aber ich bin eher skeptisch, weil leider werden auch sozusagen so strukturelle Gewaltverhältnisse dethematisiert oder nur in spezifischen Kontexten wieder aufgegriffen, nämlich meistens dann auch in sehr stark rassistischen Diskursen. Aber staats- und gesellschaftstheoretisch ist natürlich in dem Kontext, und das finde ich sehr wichtig, relevant, welche Prozesse finden auf der globalen Ebene statt, was können wir quasi sozusagen tun institutionell, um auch diese Diskurse zu beeinflussen, ja, was verändert sich dann auch in der Folge in den Politiken der jeweiligen Nationalstaaten eigentlich dadurch. Ja. Und was natürlich auch im Rahmen des Fiskalvertrags unheimlich wichtig ist, was können eigentlich nationale Parlamente dann noch mitentscheiden, ja, wenn sozusagen bestimmte Entscheidungshoheiten eigentlich an die Regierungsebene oder die EU-Kommission ausgelagert werden. Ja. Also wie wichtig ist da dann nochmal gerade die parlamentarische Öffentlichkeit, aber auch die zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, um diesen Abbau demokratischer Rechte auch zu thematisieren eigentlich.
Das heißt, die Herausforderung ist aus meiner Sicht eigentlich, dass vor allen Dingen die Mikro-, Meso- und Makroprozesse quasi in ihrer gesamtgesellschaftlichen Perspektive zusammengedacht werden müssen. Dafür können dann auch Ländervergleiche interessant sein. Also was passiert sozusagen in Griechenland gleichzeitig, welche unterschiedlichen Entwicklungen gibt es dort, was passiert in Spanien, was passiert in Irland, gibt es auch Hoffnungsschimmer, welche Möglichkeiten gibt es auch, diese Diskurse zu durchbrechen und auch die geschlechtsspezifischen Konnotationen, die damit einhergehen. Also bisher, wenn wir uns anschauen, eigentlich seit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1996 in der EU, der auch schon auf Wettbewerbsfähigkeit hin orientiert war, ist das ja durch den Fiskalvertrag nochmal verstärkt worden. Das heißt, diese ganze symbolisch-diskursive Ebene von Wettbewerbsfähigkeit, schnell handeln müssen, maskulin konnotierten Eigenschaften haben sich eigentlich fortgesetzt. Ja. Und das heißt, die Frage bleibt, finde ich, wie der Fokus auf die soziale Reproduktion eigentlich überhaupt wieder in den Blickwinkel gelangen kann. Und das vielleicht nochmal ein Zitat, was ich auch sehr schön finde, weil es ist auch von Isabella Bacca und einer Kollegin Sylvie, die sagen, "Social reproduction lends a unique perspective to understandings of the transformation in the global political economy precisely because of its simultaneous focus on caring and provisioning in the everyday and its relationship to policies and decisions made at the national and international levels." Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das heißt, mein Fazit wäre, immer wieder zu betonen, leider die Trennung zwischen öffentlicher Versorgung und privater Vorsorge und Sorgearbeit eben nicht zu reforcieren, sondern eben immer wieder zu thematisieren, dass es ein gesamtgesellschaftlicher, aber auch ein gesamtwirtschaftlicher Zusammenhang ist, ja? Dass man sozusagen die Folgeeffekte der Krise nicht auslagern kann auf den öffentlichen Sektor oder auf die Privathaushalte, sondern dass wir eigentlich gerade jetzt wieder anfangen müssen zu sagen, Leute, schaut, die soziale Reproduktion, all das, was wir in unserem Alltag meistern müssen, das ist wichtig auch für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ja? Um auch diese Diskurse zu verändern, aber um eben auch andere Politiken herbeizuführen. Um eben auch nicht quasi einfach nur soziale Reproduktion voraussetzen, immer weiter noch in Kauf zu nehmen. Also wir erinnern uns vielleicht an die Debatte in den 70er Jahren, ich selbst auch nicht, aber ich kenne sie zumindest theoretisch, die Debatte um Lohn für Hausarbeit, das war eine sehr umstrittene Debatte und Strategie auch der feministischen Bewegung damals. Ja, vielleicht müssen wir solche Debatten wieder führen, ich weiß es nicht, ich stelle das mal jetzt in den Raum. Gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass bereits errungene soziale Rechte nicht noch weiter eingeschränkt werden, auch vor allen Dingen durch diese supranationalen Regulierungen, die bereits stattgefunden haben. Ja. Und was natürlich auch wichtig ist, zu bemerken immer wieder, dass die inhärenten Krisenzyklen im Kapitalismus immer wieder eben auch zu einem Abbau demokratischer Rechte führen kann. Denn quasi der Staat ist ja auch mehr als nur der öffentliche Sektor, sondern der Staat organisiert auch Interessen. Das heißt, wir müssen immer wieder darauf achten, auch gerade jetzt, gerade beim Erstarken von rechtspopulistischen Parteien, auch in Österreich, aber auch in Ungarn oder auch in Polen, dass diese Vorgänge eigentlich zusammenhängen. Ja, das Zitat von Johanna Donal, was ich am Anfang gebracht habe, zeigt hier eigentlich sehr schön aus dem Jahr 2001 schon, warum diese strukturellen Gewaltverhältnisse eigentlich oft dann auch zusammen stattfinden oder in der Folge dann stattfinden. Das Erstarken von Rechtspopulismus ist ja im Grunde auch ein Folgeeffekt der ökonomischen Krise auch. Soweit. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und würde Ihnen gerne noch ein Buch empfehlen, was jetzt herauskommt, nämlich von Jackie Chu und Aida Hostchitz, zwei Kolleginnen, die ein Buch geschrieben haben oder mit herausgeben, wo ich auch einen Beitrag gemacht habe zum Thema Scandalous Economics to Gender and the Financial Crisis, was jetzt erscheint im Frühjahr und wo wir vor allen Dingen auf diese symbolischen Konstruktionen im Zusammenhang mit den strukturellen Effekten der Krise im Zusammenhang nochmal eingehen. Dankeschön. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.